Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder Blood Monkey City. So, ich habe jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen. Aber wir werden ein paar Attacks haben. Nur zwei, okay, das geht. Wir werden die Bosse machen und mal schauen, was sich so ergibt. Bisschen verteidigen, bisschen Honor fördern. Also, zumindest hoffe ich, dass wir es schaffen, weil dann geht der Honor nach oben. Ansonsten geht er nämlich nach unten. Und das wollen wir nicht. So, das da ist wieder frei, klar, aber das juckt mir jetzt nicht so besonders, ehrlich gesagt. Aber ich brauche nicht so wirklich Bluestones im Moment. So, haben wir abkassiert hier. Da unten am Honorfelder. Fehlt nicht mehr viel, dann sind wir 33 hier. Wie viel Geld haben wir? 323.000, da kann man da. Warte mal. Haben wir alle Felder jetzt geupgradet? Denke schon. Okay. Jo, das läuft. Sonst können wir hier eh nichts bauen, außer der Windmühle. Ja, das passt soweit. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen die Banken aus. So, was kostet das? 2,50 und das wahrscheinlich weniger. Ja, 150. Gut, dann bauen wir die beiden hier aus. Zack, boom, bing. Und dann werden wir auch genug XP kriegen, dass wir hier upgraden. Ja, das ist auch das Ziel soweit. Dann holen wir uns schnell zwei Kisten. Das wird easy peasy, locker, zackig, flockig gehen. Weil 1er und Level 2er Boss, also jetzt nicht die Obersensation. Aber da geht es ja nur um schnelle Kisten sozusagen, die wir kriegen. Das hauen wir gleich hier hin. Der Boss hat hier nichts zu melden. So, der kommt raus und wird gleich weg sein. Doch nur ein bisschen gedauert, aber egal. Gehen wir es hier hin. So, jetzt reicht's aber dann. So, haben wir es dann. Na, wird aber Zeit, der ist aber weit gekommen. Ja, die Spec Factory hier, die sind jetzt nicht so OP, muss ich sagen. Das war vielleicht nicht ganz optimal, aber egal. Schneller Win, so auf die Art. So, dann gehen wir mal rüber in die andere Stadt und schauen uns die Lage da an. Wie gesagt, wir werden ja Angriffe haben und die müssen wir natürlich treffen. Platzbarer Angriff. Machen wir gleich dann. Unser Angriff ist daneben gegangen. Einer ist durchgegangen, ist natürlich super. Und ein normaler Angriff. Alles klar, machen wir auch dann. So. Läuft, würde ich sagen. Jetzt sind wir in der großen Stadt halt, ne? Machen schnell den Boss hier. Level 1, da kriegen wir einfach nur eine Kiste. Und die holen wir uns einfach schnell, ne? Wisst ihr was, wir machen das jetzt ganz anders. So. Können wir das hier testen? Mal schauen, was der Schaden austeilt hier, der Ninja. Wird natürlich betäubt von ihm, aber das hält halt auch nicht ewig. Er hat die Spike Factory mehr Damage gemacht. Aber es geht. Aber das Spike Factory hat wirklich mehr Damage gemacht. Ne? Nehmen wir den nur schnell dahin.
So, den hier hin. Den hier hin. Und den hier hin. Das müsste jetzt reichen. Ja, normal mache ich es anders, aber egal. Wir schaffen es schon. Wenn Level 1 nicht schaffen, weiß ich es auch nicht. So, fertig. Mal den Scheiße gezeigt, wie der Babu ist. Wir kriegen eine Kiste wieder. Und ja, mit der geben wir mal zufrieden, weil das ist eine schnell verdiente Kiste. So, wir haben da zwei Dinger, Kisten, die machen wir auch gleich auf. Die Bananenfarm kriegt was, der da. Alles klar. So, was haben wir denn da? Eiszauber. Falkenier. Zauberer. Und der Sniper. Der Sniper. So Leute, und jetzt geht's ans Eingemachte, nämlich ans Deffen. Schauen wir, wo die Angriffe sind und dann werde ich gezielt dorthin, weil da bauen wir natürlich auch was. Also hier. So, was ist das? Der sehr harte Angriff. Keine Palme. Wisst ihr was? Wir machen doppelt. Ja, da kriegen wir einiges. Aber wir nehmen drei Kisten mit. Das heißt, wir spielen jetzt auf Hardcore, wo die Towers sau teuer sind. Und ich kriege keine Bananenfabrik. Aber, wie gesagt, drei Kisten zur Hilfe. Die gönnen wir uns. Und dann kriegen wir mehr raus hier. Ne? So, das ist natürlich Pflicht hier. Jetzt überlege ich nur gerade, wo ich es hinstelle. Das ist blöd. Hier können wir es hin. Hier können wir es hin, ja. Das hat Sinn. Dann geben wir hier die Spike Factory hin. Der ist hoffentlich in der Range der. 595. Dann hier nur eine Spike Factory. Jawohl. Und die upgraden wir auch gleich. Los geht die Party! Monster PC drin. Geht ja nicht anders, ist ein Angriff. Die gestalten uns aber auch schon was. Ich würde sagen, läuft, Leute. So, dann upgraden wir den da gleich, ja. Ich mache nicht nur Spike Factories, aber hier vorne und hier hinten eine. Da vorne gegen Bosse, hinten die dicken Dinger. Und so weit ist mal der Plan zumindest, ne? Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie das vorangeht. Ladies and Gentlemen, wie es vorangeht. So, da kommen schon die Stahl, bloß die kleinen Scheißer. Ab geht die Party, Wave 4 haben wir. So, da kommt schon ein bisschen mehr. Wir brauchen jetzt einen Ninja dann. Sonst haben wir hier nämlich eh ein Problem. Gönnen wir uns einen schönen Ninja. Und natürlich auch gleich upgraden, damit was weitergeht hier. So, läuft, Leute. So, das halten wir schon auf, das ist nicht das Problem. So, jetzt kommen aber Bosse. Ich brauche dringend den hier auf Max. Den, den muss man jetzt auf Max haben. Den Ninja. So, da vorhin was gegen Bosse, das wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Beziehungsweise, warte mal Leute, bevor wir das machen, upgraden wir das dann noch. So, läuft.
Aber wir brauchen jetzt wirklich was gegen Bosse. Da kommt nämlich einiges runter hier. Hammer, nice one. Und hinten die dicken Dinger. So, wir nehmen das zum Aktivieren dann. Denn, 30 durch sind wir übrigens. Naja, es kommt ein bisschen mehr. Den roten halt ja auf, das ist das Problem, aber ein bisschen Reserve muss schon sein, ja. Wie gesagt, wir spielen ja auch Hardcore. Und das natürlich, wie man sieht, sehr schwer, also. Es wird nicht easy peasy, da wird noch ein bisschen was kommen. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin überzeugt davon, dass wir das hinkriegen. So, haben wir das ready, sehr schön. Zweiter Ninja. Noch ein paar Ninjas werden wir noch nehmen. Die sind nämlich nicht so schlecht. Also Preis-Leistungs-Verhältnis beim Ninja ist super und er ist natürlich auch schön abgegradet in der Forschung. Also, der hat jetzt nicht mehr 5 Shurikens, sondern jetzt schon 6. Und nachher, wenn wir mit ihm fertig sind, wird er sogar 7 haben. Also, das ist natürlich 2 pro Mann mehr, sind 4 nur durch Forschung. Nachher dann jetzt 2 mehr. Das bringt natürlich schon einiges, ne? So. Dann nehmen wir noch einen dritten da. Weave 19, Leute! Wir sind in der Wave 19. So, den Hammer. Jetzt können wir ein bisschen chillen hier. Vielleicht die ganz dicken Dinger sollten wir uns noch geben hier. Dann haben wir wirklich Ruhe da hinten. Sparen wir mal auf das. Das müsste gehen bis Wave 2, 23, sage ich mal. Sollten wir das eigentlich hinkriegen. Wenn wir das mal benutzen hier. Und mithelfen hier sozusagen. Gleich wieder ready. Wave 20 immer. Mithelfen wieder. Wave 21. Bald haben wir genug Kohle für das da. Gleich haben wir die Kohle, 11,8 brauchen wir. Komm, gib mir Kohle. So, gleich Leute, 200 noch, 100 noch. Und wir haben es, die dicksten Dinger überhaupt da hinten. So, und jetzt werden wir eine... Was machen wir nur? Das einmal erweitern hier, damit ich hier auch noch Range habe. Beziehungsweise, warte mal, wir machen noch 2 Ninja-Mans. Scheiße, ich erweitern, wir machen 2 Ninjas noch. Ja, dann haben wir 5 davon. Das haut ordentlich rein. Grausliche DDTs da. Die können ungemütlich werden. So, 2 rote. Das kriegen wir schon hin. Hinten haben wir genug Spikes, das läuft. Und ein grüner kommt in der Wave 25. Reichweite wird er nicht kommen. Ich lasse den aber absichtlich ein bisschen durch, dass hier ein bisschen die Spikes weggehen, weil jetzt das Gedusche hier hinten, das ist ein scheiß Sound.
Das mag ich nicht besonders. Aber man kann es halt nicht abstellen. Ja, ich kann schon abstellen, aber dann hören wir gar nichts mehr. Ne? Also. Ist halt ein bisschen ruhig dann, das ist auch nicht der Burner, ne? So. Das haben wir. Und Nummer 5, wie gesagt. Kommt auch noch hin. Wave 26 is in the house. Geht locker zackig flockig hier. Die haben schon einen Wumms, diese Ninjas. So, helfen wir mal ein bisschen mit, dass es schneller geht. Jawohl, dass der Grüne da schon auch schön beschädigt ist. So, wie viel brauche ich für dich? 2, 3, 44, das haben wir gleich. Zwei Grüne, okay. Oh, das kriegen wir schon hin. So, den haben wir auch fertig. Ich werde das jetzt gleich mal hier benutzen. Helfen schadet hier nicht. So, recht viel können wir hier eh nicht mehr machen, weil ich werde kein Geld fast mehr kriegen. Ich werde das hier Stufe 3 nehmen. Hauen auch ein bisschen rein, sagen wir. Die upgraden wir normal nie, das sind die sogenannten Billigaffen, also billigsten Tower, aber drei so Dinger, das ist auch nicht so schlecht. Besser wie nichts, ne? Ansonsten brauchen wir ja nichts mehr, weil es läuft ganz gut. So, mit diesen DDTs habe ich jetzt nicht gerechnet, da müssen wir ein bisschen nachhelfen, aber hat er geklappt. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!